sind hier mit dem Alexander Hutsch vom Team Family Force. Du hast heute die Top 8 erreicht bei der ersten Hanse Challenge in Greifswald. Wie bist du gegangen? 2-1. Gut, was hast du für ein Deck gespielt? Wie immer, Necrons. Na dann zeig uns doch mal deine Liste. Wie man es eigentlich kennt, standardsgemäß, 6 mal Starters, 3 Vacuums, 3 mal Unicorn, 2 mal Bryonic, 2 mal Klausulas, 1 Getrisch, 1 DA. Dann spiele ich Schuld und nur als weiteren Lekos-Zusatz die Dance Process. Der Grund ist, wollte mal was anderes probieren. Die Extra-Kombo finde ich nicht mehr so stark, weil Extra manchmal so kombo-lässig ist und auf der Hand manchmal ja, nicht sehr schön ist. Bei Dance Process ist halt der Vorteil, du kannst Naturgebiet umgehen, du kannst halt gegen BAs extrem gut und vor allem gegen das neue Ziel ist halt extrem gut, um dagegen anzukommen. Dann spiele ich nur als kleine Clown-Engine. Zweimal den Damage-Ender, ein Hattrick und einen Trick-Clown. War bisher sehr okay. Dann als Zusatz spiele ich noch 2 Effektbilder. Der Grund ist einfach, ich habe mit mehr Known-Decks gerechnet und hier einfach mal ein bisschen schon voranzugehen. Oder zum Beispiel besten mit Klausulas selber ein Herold zu machen und dann Non zu nutzen. So, dann habe ich als Zauberkarten 3 Mysteries, 6 Spiegel, wie es sein soll. Dann einmal Ritus, wie gehabt bei mir, ein roter, immer noch perfekt. So, dann spiele ich nur ein Instant Fusion und anraten eines Teamkollegen ein Miracle Synchro Fusion. Die Sache ist einfach mal, ich kann die Karte für ohne Kosten einfach mal nutzen. Die einzige Bedingung, die ich habe, ist, dass ich 2 Synchro oder Exit vom Friedhof oder vom Feld banische. Wo ich mir einfach sage, das hat man locker nach 2 Runden. Also spätestens nach 2 Runden. Und außerdem, ganz wichtig, der Non kann angreifen. Was er hier nicht kann, kann er da machen. Fand ich bisher recht gut und die Kamo sehr oft vor Game. So, dann einzige Falle, TT. Überraschungseffekt ist immer noch sehr beliebt. So, im Zeitdeck. 3. Effektfehler. Dann ein Maxi. 3-mal wieder das Vergeltnis C. So, 2 Denkers, Backrow Held. Gegen Rotex, gegen Stadol und gegen Fernoid der Gundyr. Gegen Stadol und der Fernoid ist halt so, dass du halt die großen Monster damit einfach schützen kannst. Damit hat er Probleme. Dann gegen gewisse Shadow oder sonstige Decks. Monster Hate. Vollkommen okay. Emptiness, um die immer rauszubauen. Und 3 Typhoons. Da ist, ja, die Queen manchmal kommt zu spät und da ist der Typhoon manchmal extrem richtig. So, extra Deck. Relativ Standard eigentlich. 2 Herold. 5 Götterdrache, immer noch für einen kürzeren Namen. 2 Non. Ich habe halt die Option, warum sollte man es nicht spielen. Ansonsten ein Gaga-Korbe, Extension, ganz normal halt, Kastel, 104, die Rotzeit gegen Fernoids oder Ritterbees. Ja, ansonsten eigentlich relativ Standard. Ja. Letzte Worte, wie gesagt, liked halt unsere Seite bei Facebook. Schaut oft mal bei unserer Homepage nach und vor allem, wir haben am 17.10. das erste ultimative Team-Kampf, wo sich 3 gegen 3 spielen und die Team sich einfach eingeblendet das Teil und das macht das Niveau einfach mal höher. Das gab es vorher noch nicht in Deutschland. Nutzt die Chance, macht mit, ihr werdet Spaß haben. Ansonsten grüße ich mein Team, mein Mentor wie immer, Tim Rettich und nur ganz besonders Marvin Weber. Und vor allem 18 Jens, den darf man natürlich nicht vergessen. Gut, Alex, dann danken wir dir für dein Profil und wünschen dir viel Erfolg in den Top 8. Danke.